Hallo und herzlich willkommen im Wald. Diesmal ist es eher ein Gebüsch, aber das tut ja nichts zur Sache. Es sind trotzdem Holzpflanzen, es sind noch nicht mal Bäume heute. Eigentlich wollte ich euch gerade fragen, ob ihr eine Theorie habt, was das da hinter mir sein könnte. Macht aber wenig Sinn, wenn der Name der entsprechenden Baumart, in diesem Fall ein Strauch, schon im Titel steht. Also es geht um die Strauchhasel. Es gibt auch noch die Baumhasel, die ist für uns aber nicht so interessant, zumal sie in Deutschland auch eigentlich nicht heimisch ist und nur als Parkbaum vorkommt. Gut, ich laber jetzt gar nicht lange drum rum und zeige euch mal, wie das Ding aussieht. Der Haselstrauch ist strauchförmig, das heißt, das ganze Ding hat eine relativ viele Äste sozusagen, die quasi aus dem Wurzelstock aus dem Boden herauskommen. Darunter ist dann in der Mitte meist so ein dicker hier, der da vielleicht, oder auch zwei dicke. Oh, der ist auch relativ dick, der hier ist auch nochmal dick. Und viele, viele dünne stehen da quasi drumherum und man kann auch erkennen, dass die dünnen relativ vor kurzer Zeit ausgetrieben sind und auch weiterhin dünne Stöcke, kann man schon fast sagen, dabei austreiben aus diesem Stock. Also das Erscheinungsbild einer Hasel, wenn man davor steht, ist fast immer mehr oder weniger so. Hier noch ein anderes Beispiel, sieht auch so aus. Die Dinger werden übrigens auch nicht allzu hoch, so 5 bis 10 Meter, wenn sie dann baumförmig sind, letzteres, aber 5 Meter ist so die Normalhöhe. Hier noch ein drittes Beispiel für so einen typischen Haselstock. Und da hinten haben wir noch ein Beispiel und da hinten noch ein Beispiel. Oh, und da ist ja auch noch eins. Deshalb stehe ich auch in diesem Gebüsch. Ja, zu den Blättern. Wir haben es mit rundlichen bis eiförmigen Blättern zu tun, die am Rand fein bis ein bisschen gröber gesägt sind und zwar doppelt gesägt. Doppelt gesägt heißt, wir haben hier quasi diesen großen Sägezahn hier am Rand. Da ist auch nochmal einer, also man kann es so erahnen. Es gibt auch Blätter, da ist das halt nochmal erheblich deutlicher. Wie deutlich das Ganze ist, das ist jetzt gar nicht... Ja, das ist von Baum zu Baum ein bisschen unterschiedlich, das variiert stark. Aber wir haben immer eine Doppelsägung, dass es also quasi große Zähne gibt und innerhalb der großen Zähne und auch überall sonst nochmal kleine Zähne. Ja, wichtig ist auch, dass der Zweig, an dem das Blatt sitzt, behaart ist, also behaartes Zweigchen. Die Blattunterseite fühlt sich auch recht weich an und hat diverse weiche Härchen aufzuweisen. Und so im Gesamtgefühl, wenn man das Blatt einfach mal anfasst oder auch abreißt und in die Hand nimmt, fühlt sich das sehr leicht und ist auch ein vergleichsweise weiches Blatt, das sich einfach ein bisschen haarig anfühlt und man kann es sogar ein bisschen hören. Ich finde auch das Geräusch, das das Blatt macht, ist recht charakteristisch. Außerdem kann man es recht gut zusammenknüllen und es geht dann auch wieder auseinander, lustigerweise. Also ja, schon so recht charakteristisch, möchte man meinen, auch wenn mir jetzt irgendwelche keine Worte einfallen, das so richtig zu beschreiben. Hasel ist recht einfach zu bestimmen und ziemlich charakteristisch, eben auch durch die Strauchform. Deshalb will ich da jetzt gar nicht weiter auf dem Blatt rumreiten. Dann noch ein paar Worte zum Stamm bzw. zur Rinde. Bei den alten, dicken Exemplaren vom Stamm, der Stämme, weil es sind ja immer mehrere bei der Hasel, ist zu beachten, dass es niemals eine Schuppenborke gibt. Es bleibt immer eine relativ glatte Geschichte und je älter die Hasel wird, desto eher hat sie dann mal diese charakteristischen Risse, weil dann die Borke, die Rinde, pardon, dann irgendwann halt aufreißt. Jüngere Stämme bzw. Zweige sehen ganz oft so aus, dass sie diesen interessanten Häutchen, nenne ich es jetzt einfach mal, am Zweig, Ast, Stämmchen haben, die man auch relativ einfach mit der Hand dann quasi abreiben kann. Und was zurückbleibt, ist dann meistens dieser interessante dunkelgrüne Farbe, die man auch an anderen jungen Ästen, die halt noch nicht diese Häutchen hier dran haben, auch teilweise findet. Und an ganz jungen Zweigen wie diesem hier findet ihr dann so helle Punkte auf der Rinde. Das sind sogenannte Lentizellen, Beatmungslöcher, aber ich erkläre euch jetzt die biologische Funktion nicht genauer, sonst sitzen wir morgen noch hier. Die sind dann gerade bei den sehr, sehr jungen Zweigen, also die gerade so alt sind, dass sie nicht mehr behaart sind, findet man dann gerne gerade auf dieser helleren Borke dann recht gut sehbar, diese hellen Punkte hier, die eben
auch recht charakteristisch für die Hasel sind, in Verbindung mit den anderen Merkmalen. Damit müsste das Ding dann eigentlich relativ einfach zu erkennen sein. Aber das Wichtigste ist eigentlich diese Strauchform in Verbindung mit diesen doch recht charakteristischen Blättern. Vor allen Dingen, wenn man die mal anfasst. Merkt euch einfach, wie die sich anfühlen. Ich finde, Haselblätter kann man am besten bestimmen dadurch, dass sie sich so charakteristisch einfach nach Haselblatt anfühlen und sich so einfach zusammenstauchen lassen und dann relativ schnell wieder ihre ursprüngliche Form annehmen. Das finde ich persönlich ist mal so mein Lieblingsding, woran ich mir eigentlich dann ziemlich sicher bin, dass ich mit Hasel zu tun habe. So, das war's auch schon zur Bestimmung. Wo finden wir jetzt Hasel? Hasel ist eine typische Waldrandart. Das heißt, am Waldrand. Gerade so in Bereichen, wo man normalerweise eben so einen Laubmischwald zu erwarten hätte oder ihr auch einen Laubmischwald steht, wenn ihr da einfach mal an Feldern vorbeilauft, also wenn der Wald in Feld übergeht, in dieser Grenze, dem sogenannten Waldmantel, das ist so ein typischer Ort, wo die Hasel eigentlich gut gedeihen kann. Sie stellt keine besonderen Ansprüche an den Boden. Allzu sauer mag sie nicht, allzu nass mag sie auch nicht. Da dazwischen kann sie überall und kommt dann auch eigentlich überall vor, sofern es halt einen richtigen Laubwald, Mischwald, Waldmantel gibt. Kann man sicher sein, dass man in diesem Waldmantel auch Hasel findet. Insbesondere in der westlichen Hälfte Deutschlands. Im Osten gibt es das Ding auch noch. Nicht mehr so viel und man findet sie auch noch im Gebirge bis relativ weit oben. Also die Hasel ist eigentlich sehr, sehr weit verbreitet. Man muss halt eben nur diesen Waldrandeffekt beachten. So, jetzt kommen wir dann mal zu den nützlichen Eigenschaften der Hasel. Da gibt es jetzt im Wesentlichen zwei Komponenten. Es gibt theoretisch drei Komponenten, aber die dritte lasse ich jetzt mal weg und ich sage euch gleich mal, welche das ist, die ich weglasse. Es ist Brennholz. Hasel brennt wie jedes andere Holz auch, hat aber keine besonderen Vorteile als Brennholz. Das heißt, wenn wir nichts anderes zur Hand haben, können wir natürlich auch Hasel verbrennen, aber da wir in der Regel immer was anderes zur Hand haben, macht es keinen Sinn, jetzt speziell Hasel zu suchen, wenn man Brennholz sucht. Das heißt, wir ignorieren sie jetzt mal den Bereich, man kann sie auch verbrennen, völlig. Dann gibt es die zwei anderen Komponenten, nämlich das Holz und natürlich die Nüsse, weil das Ding heißt ja nicht umsonst auch Haselnussstrauch oder eben nur Haselstrauch oder Strauchhasel. Deutsche Namen gibt es für das Ding immer viele. Deshalb ist der lateinische Name auch durchaus was, was man sich mal eigentlich merken kann, wenn man Bock hat, weil es einfach Verwechslungen vorbeugt. Beispielsweise, kennt ihr die Butterblume? Die Butterblume ist ein Trivialname, also ein deutscher Begriff, der auf gefühlte 20 Pflanzen zutrifft. Und wenn man mit jemandem spazieren geht und ihm mal fragt, was ist das für eine Pflanze? Butterblume! Und dann kommt man zur nächsten Pflanze, was völlig anderes, aber es ist auch gelb und sieht auch aus, wenn die Sonne, und die Sonne spiegelt sich ein bisschen da drauf. Und wenn man sich unter die Nase hält, dann hat man Butter an der Nase hängen, weil man einen gelben Schimmer an der Nase hat. Und deshalb ist es eine Butterblume. Ist aber eine ganz andere Pflanze. Trivialnamen sind so eine Sache. Ich habe ja nichts gegen Kinder, die das Ding, all diese Dinger Butterblume nennen. Aber wenn man dann aus dem Alter raus ist und sich ein bisschen mehr mit der Natur auseinandersetzt, ist es gar nicht so blöd, mal sich ein paar lateinische Namen oder zumindest Gattungs- und Familiennamen einzuprägen. Aber das nur am Rande bemerkt. Hasel Corillus Avellana. So spricht man das übrigens auch aus. Gut. Das war ein kleiner Exkurs, der eigentlich unnötig war. Holz ist extrem nützlich bei dem Ding, weil sie sehr elastische Triebe bildet, mit denen man viele tolle Anwendungen machen kann, die elastische Triebe erfordern. Anders als die Buche, die man heiß macht, dann in die gewünschte Form biegt und dann bleibt sie in dieser Form, sobald sie wieder trocken, kalt wird, macht das die Hasel eben nicht. Die ist wirklich elastisch. Also die baut irgendwelche tollen Triebe, die dann entsprechend springen auch. Das heißt, was ist dann logischerweise jetzt die Anwendung, wenn ihr so ein gebogenes Ding seht? Ein Bogen. Hasel ist das drittbeste Holz, das wir im deutschen Wald für einen Bogen finden können. Funktioniert also ganz gut. Vor allen Dingen geht es sehr schnell und es ist sehr einfach dran zu kommen, weil die Äste schon in der entsprechenden Stärke für jede beliebige Stärke von jedem beliebigen Bogen einfach nur noch vom Strauch geschnitten oder gesägt werden müssen. Und dann hat man auch schon seinen Bogen geschafft, muss man sich noch ein bisschen zurechtschnitzen. Ich zeige das sicherlich auch mal irgendwann. Und hat einen Bogen. Nächstes Ding ist, diese einzelnen Äste in Anführungszeichen sind ja super gerade. Da bietet sich also auch toll an, daraus sich einen Speer zu machen. Wurde auch früher immer als Wurfspeerschaft, wurde gerne Haselnholz verwendet, auch schon bei den alten Römern.
Überhaupt ist die Hasel in Nutzung seit Menschengedenken. Also das war schon immer eine Nutzpflanze, seit es uns gibt. Und wir irgendwo hingekommen sind, wo Hasel wächst, haben wir die schon genutzt. Eben wegen den genannten Holzeigenschaften. Tatsächlich einmal als Waffe, einmal als Zaunholz für irgendwelche solche gebogenen Konstruktionen. Auch im Fachwerkhausbau, wo man ja auch so sich geflochtene Wände baut, wo man dann das Holz so quasi ineinander flechtet und kann hier draus quasi wirklich Wände bauen. Daraus kann man sich natürlich einerseits ein Haus machen, wenn man sich dann noch Dreck drauf klatscht und kriegt eine schöne, relativ geschlossene Wand. Man kann natürlich auch irgendwelche Zäune im Wald aufstellen, sich irgendwelche Wände für irgendwelche Waldhütten bauen und ähnliches. Das geht gut mit Weide, das geht aber auch gut mit Hasel, und Hasel hat den Vorteil, dass ein Haselzaun bzw. eine Haselwand länger hält als eine Weidenwand oder Weidenzaun. Damit sind wir bei der Abbaubarkeit von der Hasel. Die ist genauso wie bei Buche oder Fichte relativ flott. Also sobald das Ganze mit dem Erdboden in Kontakt kommt, ist es relativ schnell vergammelt, beziehungsweise wenn man es einfach auf dem Boden liegen lässt, dann verrottet es auch vergleichsweise schnell. Zu den technischen Daten vom Holz kann man sagen, es ist mittelschwer, aber relativ hart. Also jetzt noch nicht so richtig, richtig hart, aber schon ziemlich. Das macht die Bearbeitung nicht immer ganz einfach. Heißt, wenn ihr euch einen Haselstock zurechtschnitzt, dann braucht ihr schon ein vergleichsweise gutes Messer, beziehungsweise müsst ein gewisses Maß an Geduld haben, weil das schon ein bisschen dauert. Andererseits ist diese Härte ja auch eben wieder wichtig, und die Zähigkeit des Holzes, wenn man es tatsächlich dann eben für Waffen in Anführungszeichen verwenden möchte. Ich gehe jetzt gar nicht darauf ein, warum man ein Holz als Waffenholz verwenden möchte. Das macht ja keinen großartigen Sinn in unserer zivilisierten Welt, aber es ist doch irgendwie lustig. Ich weiß nicht. Also bei mir hat das jetzt keinen praktischen Nutzen, weshalb ich mir gerne irgendwelche Haselknüppel, Holzschwerter und ähnliches baue, was ich auch schon immer getan habe. Also seit ich ein Schweizer Taschenmesser bedienen kann, bin ich in diesem Haselwäldchen, genau in diesem Haselwäldchen auch, unterwegs, um mir irgendwelche Holzschwerter, Speere, Bögen und sonstiges Zeug hier rauszuholen. Also da habe ich schon einiges verwertet und hatte da auch jede Menge Spaß mit meinen Kumpels. Und wir haben da schon einigen anderen Kindern auf den Kopf gehauen. Natürlich nicht auf den Kopf. Und wir haben ihnen immer vorher einen anderen Stock in die Hand gedrückt, dass sie potenziell die Chance hatten, sich zu wehren. Haben sie nicht immer gemacht, aber naja, egal, das war lustig. Gut, alles Weitere, was man mit so einem elastischen Holz anfangen kann, überlasse ich eurer Fantasie. Wie gesagt, gut sind halt Wände bauen, irgendwelche Gitterkonstruktionen. Das kann man auch im Fischfang nutzen natürlich, wenn man solche Gitterkonstruktionen hat. Man kann auch irgendwelche Gitterkörbe draus bauen, auch wieder im Bereich Fisch und ähnliches ist das relativ praktisch. Man muss dazu sagen, ein Holz, das sich komplett unter Wasser befindet, wird wiederum nicht schnell abgebaut. Nur wenn es in Bodenkontakt, in einem feuchten Boden Milieu drin steckt, da können halt die ganzen Bodenbakterien, auch die ganzen holzzersetzenden Bakterien und vor allen Dingen die Pilze können da wunderbar leben und das Holz dann abbauen. Komplett unter Wasser wiederum konserviert das Holz. Also wenn ihr es wirklich unter Wasser irgendwo einlegt, das hält 100 Jahre. Das ist überhaupt kein Problem. Nur eben diese Kombination aus nur ein bisschen Feucht plus Bodenkontakt, das ist das, was den Holzabbau halt eben optimale Bedingungen für den Holzabbau bietet. Ja. So. Und dann die zweite tolle Sache, die die Hasel eben hat, da werdet ihr jetzt auch noch nie drauf gekommen, ne? Haselnuss. Und zwar, die eigentliche Haselnuss, die man im Supermarkt kaufen kann, stammt meistens nicht von unserer Strauchhasel hier, der Corylus avellana, da auch hinter mir, sondern von, jetzt habe ich tatsächlich vergessen, wie diese andere olle Hasel heißt. Die kommt in Deutschland normalerweise gar nicht so sehr vor, beziehungsweise wächst bei uns nicht so gut. Hauptanbaugebiet ist die Türkei, und aus der Türkei kommt auch 60% des weltweiten Hasel, also zum Kaufen in Geschäften, Haselaufkommens, also Haselnussaufkommens. Ja, das nur so mal am Rande bemerkt, das ist ja gar nicht so wichtig. Aber auch unsere trägt natürlich Nüsse. Da jetzt gerade aktuell keine da sind, blende ich sie euch ein und vergesse es diesmal hoffentlich nicht. Memo an mich, nicht vergessen. Und aber ihr habt garantiert schon mal eine Haselnuss gesehen. Ich hoffe auch sehr für euch, dass ihr auch schon mal eine Haselnuss gesehen habt, wie sie quasi am Strauch vorkommt. Und wenn ihr jetzt da im Herbst ordentlich, September, Oktober sind übrigens so die typischen Monate für die Haselernte, aber wenn ihr da ordentlich dann im Herbst drin rumschleicht und Haseln klaut, dann seid euch darüber bewusst, dass ihr möglicherweise irgendjemand seine Haseln klaut, die dem halt auch gehören. Deshalb
wenn ihr mit Sicherheit irgendwelche Haseln sammeln wollt, die jetzt niemandem gehören, beziehungsweise die nur irgendjemand hobbymäßig einsammelt, dann nehmt halt wirklich so eine Waldrandhasel. Da könnt ihr den kompletten Waldrand quasi absammeln, ist überhaupt kein Problem, das gehört mit Sicherheit niemandem, beziehungsweise es ist erlaubt, in Deutschland sogar ausdrücklich erlaubt, dass man irgendwelche Nüsse, Beeren, sonstige Früchte oder keine und Pilze im Wald halt einsammelt für den persönlichen Verzehr. Da darf man auch durchaus große Mengen sammeln, solange es halt eben den persönlichen Verzehr nicht übersteigt. Also wenn ihr jetzt 80 Kilo sammelt und davon 70 Kilo verkauft, dann wart ihr A, fleißig und B, das dürft ihr jetzt nicht so ohne weiteres. Wobei da wahrscheinlich auch niemand was sagen würde, aber theoretisch dürft ihr das nicht. Gut, Haselnuss enthält alle möglichen tollen Mineralstoffe und Vitaminen. Vitamine, jetzt nichts, was man jetzt sagen würde, das ist unglaublich wichtig, dass man da unbedingt die Haselnuss für essen müsste, um jetzt genau diesen Nährstoff abzubekommen. Es ist von allem ein bisschen was drin. Von manchen Sachen ein bisschen mehr, von manchen Sachen ein bisschen weniger. Zum Beispiel Kalium ist relativ viel drin, aber Kalium mangelt es einem eigentlich nie dran. Kaliummangel, da müsste man schon irgendwas grundlegend falsch machen, dass man schafft, dass man unter Kaliummangel leidet. Von daher ist das nicht so wichtig, dass da viel Kalium drin ist. Was aber toll ist an der Haselnuss, ist, dass die 60% Fett enthält und damit einfach eine Wahnsinns-Kalorienmenge liefert. Also wenn wir wirklich Haselnuss viel fressen, kriegen wir einen enormen Energiegehalt zustande, beziehungsweise ernähren uns wirklich auch langfristig gut, weil Fett eben langfristig funktioniert. Da hat man dann wirklich den ganzen Tag was von, wenn man morgens seine 200 Gramm Haselnüsse in sich reinstopft. Wenn es 300 Gramm Haselnüsse sind, hat man schon fast die empfohlene Tagesdosis an Kalorien, die man überhaupt so futtern soll. Natürlich, wenn man sich dann noch viel bewegt, dann muss man halt eben 400 Gramm Haselnuss sammeln. Aber wenn ihr mal am Haselnuss sammeln seid, stellt ihr fest, dass 400 Gramm Haselnuss sammeln in spätestens 1-2 Stunden passiert ist, wenn ihr gemütlich sammelt und eine Weile suchen müsst. Und damit habt ihr, wie gesagt, euren gesamten Tageskalorienbedarf für wenig Bewegung bzw. keine Bewegung auch schon zusammen. Also Haselnuss ist also durchaus eine sehr ergiebige Energiequelle. Und wenn man den Herbst ordentlich nutzt, um Haselnüsse zum Beispiel zu sammeln, dann kommt man damit sogar durch den Winter. Relativ gut. Deshalb wurde die Hasel auch schon immer genutzt und auch in der Jungsteinzeit oder sowas war das so eine der Energiequellen, wo man im Herbst wirklich große Mengen an Nüssen gesammelt hat, um dann einigermaßen gut durch den Winter zu kommen. Also davon geht zumindest die Wissenschaft aus, dass die Hasel also da wirklich massive Anteile zur Ernährung der Bevölkerung geliefert hat, als man eben noch keine großartige Landwirtschaft hatte. Natürlich schmeckt so eine Haselnuss geröstet natürlich noch mal viel besser als roh. Man kann sie aber roh auch in großen Mengen relativ problemlos verzehren. Also ab riesigen Mengen wird es dann vielleicht irgendwann komplizierter. Aber eigentlich enthält die jetzt per se keine Stoffe, die einem da großartig was schaden könnten. Ich persönlich finde sie geröstet einfach viel leckerer, muss ich sagen. Nochmal was, man kann aus dem Hasel auch das Öl quasi herauspressen, indem man tatsächlich die Haselnüsse einfach so ein bisschen anklopft, dann in ein Tuch gibt und mit diesem Tuch, das geht schon wirklich allein schon aus diesem Tuch, also dann die rohen Haselnüsse, nicht geröstet, mit diesem Tuch das dann auswringt und bekommt dann ja vergleichsweise geringe Mengen vom Haselöl, aber das was im Tuch drin ist, kann man dann nachher ja trotzdem noch essen. Haselöl eignet sich eigentlich wie jede anderen Öle auch zur Not, auch zum Braten. Das gibt dem Ganzen einen etwas, naja, ungewohnten Geschmack, vorsichtig gesagt. Aber da kann man alles Mögliche mitmachen und ist auf jeden Fall eine praktische Sache für alle Anwendungen, für die man Öl braucht. Notfalls kann man auch sein Messer damit einschmieren, damit es nicht rostet. Irgendwelche sonstigen Teile, die besser beweglich sein sollen, einschmieren, damit sie eben besser beweglich sind. Dazu eignet sich prinzipiell jedes Öl, natürlich manche Öle besser als andere, aber wenn man nichts Besseres hat, ist das durchaus eine Alternative. Vom Ölgehalt her ist die Haselnuss zusammen mit der Walnuss so das Ölhaltigste, was ihr überhaupt in der Natur finden könnt, sofern ihr jetzt nicht irgendwelche Tiere abmurkst und denen den Bauchspeck klaut und daraus sich Bauchspeckfett auslässt. Das ist natürlich dann 100% Fett, aber im Pflanzenbereich sind so die ölhaltigsten Sachen Hasel und Walnuss, die man auch bei uns eben finden kann natürlich. Jo,
Und dann fällt mir auch schon nichts mehr ein. Und ich nehme mir, glaube ich, noch ein schönes Haselstöckchen mit nach Hause mit und zeige euch nochmal, wie man die denn optimalerweise von ihrem Strauch eigentlich abschneidet, insbesondere die etwas dickeren Exemplare. Das ist wahrscheinlich für die meisten von euch auch kein großes Geheimnis, aber man kann es ja vielleicht nochmal zeigen. Das mache ich einfach unkommentiert. Wünsche euch an dieser Stelle dann also schon mal einen schönen Tag und einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Jo, also an so einen Haselast, Zweig, was auch immer, Trieb, kommt man ganz wunderbar einfach, wenn man einen relativ weit außen von diesem Stock steht, nimmt, sich den ein wenig runterbiegt, nicht gleich ganz abbrechen, weil dann würde auch das komplette Holz im größeren Umfang splittern, also ist für weitere Anwendungen eine relativ doofe Idee, sondern halt schon ordentlich biegen, das muss auch gar nicht jetzt ganz so weit sein, wie ich das hier tue. Dann nimmt man das Messer und dadurch, dass dann halt eben die Fasern so gedehnt sind, kann man an der Stelle, an der es gebogen ist, mit einfach ganz wenig Druck sich das Ding quasi mehr oder weniger weitestgehend auch schon runterschneiden und muss dann je nach Dicke von dem Teil noch mal ein bisschen nachdrücken und nachhelfen, damit man den Rest dann auch noch abbekommt. Zack. Und hat das Ganze dann relativ schnell ab, auch ohne Säge, auch wenn es was relativ Dickes ist. Allerdings muss man nochmal dazu sagen, für den Baum ist es besser, wenn es gesägt wird. Also das ist so die Survival-Variante in Anführungszeichen. Und wenn man nichts anderes als ein Messer dabei hat und es auch noch ein bisschen zusätzlich eilig hat. Wenn ihr den Stockausschlag fördern wollt, dann sägt ihr es gemütlich mit einer scharfen Säge ab. Das ist für den Baum wirklich besser. Das ist also nur, wenn es ist partout keine Säge vorhanden ist.